herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias von Mats Gitarrenkurse. Und heute wollen wir uns jetzt so ein bisschen im Kontext von Dust in the Wind weiter mit dem Zupfen beschäftigen. Die Akkordfolge haben wir ja schon gehabt. Wir haben auch diese Einführung mit dem Daumen gehabt. Wir haben die Einführung mit den Fingern gehabt. Und jetzt kombinieren wir das eben. Und auch wenn dieser Anschlag natürlich mit dem Zupfmuster von, mit dem Originalzupfmuster von Dust in the Wind nur entfernt was zu tun hat, so klingt der Song oder diese ersten 16 Akkorde klingen schon mit dieser Variante schon sehr nach Dust in the Wind. Und wie das jetzt aussieht genau, was wir da mit der rechten Hand machen, das schauen wir uns jetzt an. Also, wir schlagen nochmal, so wie wir das in der ersten Übung zum Zupfen gemacht haben, mit dem Daumen die A- und die D-Seite im Wechsel an. Ganz locker und entspannt. Die Finger sind ein bisschen mehr Richtung Bridge gerichtet, der Daumen ein bisschen mehr Richtung Kopfplatte. Jetzt schlagen wir gleichzeitig mit dem Mittelfinger und dem Daumen die A-Seite an und die H- oder B-Seite. Machen wir nur das. Darauf achten, dass der Mittelfinger mit Schwung anschlägt, auch wenn die Bewegung natürlich jetzt kleiner wird als in unserem Lernvideo dazu. Der Handrücken sollte im Prinzip unbeweglich sein. So ein bisschen, aber er geht nicht aktiv weg, sondern diese Bewegung entsteht nur durch die Bewegung der Finger. Und jetzt machen wir eben Folgendes, jetzt schlagen wir die zwei an, schlagen dann die D-Seite an, dann die A-Seite und dann wieder die D-Seite. Ja, das ist dann so 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich hoffe, dass diese erste Vorübung zu dem Zupfmuster von Dust in the Wind klar geworden ist. Übt es einfach wirklich mal nur erstmal so eine Weile, ja, dass das wirklich ganz klar ist. Weil es geht auch darum, eben dieses Zusammenspiel von Daumen und Mittelfinger bzw. Daumen und anderen Fingern zu trainieren. Und dass dieser Wechselpass vom Daumen her einfach eine Selbstverständlichkeit wird. Und dann werden wir uns in dem nächsten Video das anschauen, wie wir die beiden, also die rechte Hand, mit den Akkorden zusammenbringen. In diesem Sinne, falls dir das Video gefallen hat, gib mir den Daumen hoch, abonniere meinen YouTube-Kanal, schau dich auf meinem Kanal um, da gibt es diverse andere Videos inzwischen. Falls du das Gefühl hast, das wäre doch mal gut, wenn den Lehrer mal auf die Finger guckt, dann kannst du mich gerne für Webcam-Unterricht buchen. Weitere Informationen findest du auf meiner Homepage www.mats-gitarren-kurse.de oder komm auf meiner Facebook- oder Twitter-Seite vorbei und dann sehen wir uns im nächsten Tutorial. Und tschüss!